Jesus sagt, es wird jetzt ein neuer Standard errichtet für alle Christen. 30. August 2016. Worte von Jesus durch Schwester Claire. Gesprochen von Jackie. Jesus begann: Schaut, meine Leute, wenn ihr authentisch seid, leuchtet ihr mit einer besonderen Salbung. Ihr leuchtet hell in der Dunkelheit. Wenn ihr versucht, andere zu imitieren, seid ihr wie altes Brot. Wenn ihr mit meiner Gnade zusammenarbeitet, leuchtet eure Einzigartigkeit an den dunkelsten Orten und bringt Licht, Erkenntnis und Lösungen. Das ist es, was ich in diesem Augenblick mit meinem Leib mache. Imitiert nicht den Dienst von anderen, sondern seid so einzigartig, wie ich euch erschaffen habe. Für jeden von euch gibt es einen Platz im Leib, einen Platz, der einzig und allein euch gehört. Und wenn ihr diesen Platz ausfüllt, bringt ihr jenen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, Vollendung. Während sich eure Träume erfüllen, von denen ihr nicht einmal wusstet, dass ihr sie habt. Diejenigen, die mich von ganzem Herzen suchen, finden mich. Und diejenigen, die mir ihr ganzes Herz geschenkt haben, bringen mich anderen auf eine kraftvolle und unnachahmliche Weise nahe. Meine Kinder, ich rufe euch auch dazu auf, den Teufelnboden wegzunehmen. Ihr habt meinen Namen als eure Autorität. Und je mehr ihr an eurer persönlichen Heiligkeit arbeitet und sie zunimmt, desto mehr Autorität gewinnt ihr in meinem Reich. Steht auf gegen diese Feiglinge, sprecht frei heraus. Ich bin mit euch und ich werde mich aus eurem Innern erheben. Ezekiel hatte seine Füllung. Was ist eure Füllung? Wann werdet ihr zum Punkt gelangen, wo ihr sagt, genug ist genug? Und dann zieht ihr die Linie, bereit, sie zu verteidigen. Ja, da gibt es Tugend im Leiden, aber in meinem Reich ist kein Platz für Feiglinge. Ihr müsst euch erheben und in Rechtschaffenheit auftreten und dem Feind nicht erlauben, euch herumzuschikanieren. Wenn meine gerechte Empörung in euch aufsteigt, erhebt euch und grenzt euch ab. Steht auf und seid Kämpfer für Gerechtigkeit, denn dies ist, wozu ich euch berufen habe. Es wird jetzt ein neuer Standard errichtet für alle Christen. Ein neuer, klarer Ruf ertönt. Dies ist eine Zeit, in der es darum geht, voranzupreschen und Boden für das Reich Gottes einzunehmen, den Feind in die Flucht zu schlagen und den geistigen Bereichen der Finsternis Verluste zu verursachen. Ihr müsst mit dem Feind um neuen Boden ringen, um Heilung, um Gerechtigkeit. Ihr könnt nicht länger zurücklehnen und die Opfermentalität anwenden. Vielmehr seid ihr jetzt Angreifer gegen die Machenschaften des Teufels und ihr gebt nicht auf, noch verschenkt ihr Territorium. Vielmehr dringt ihr ein und nehmt den Bösen Territorium weg. Lasst euch nicht einschüchtern, erhebt euch vielmehr und seht meine Herrlichkeit überall um euch herum, während der Hammer fällt und die Festungen der Vergangenheit in eurem Leben und im Leben eurer Lieben zertrümmert werden. Wenn ihr euch erhebt, kommt meine Herrlichkeit über euch und über alles um euch herum. Habt keine Angst, macht vielmehr dem Feind Angst vor euch. Während ihr euch behauptet, werde ich meine Macht um euretwillen zeigen. Geht in die Offensive und seid mutig. Meine Kraft wird in eurer Schwäche vervollkommnet und keine Waffe, die gegen euch gerichtet ist, wird Erfolg haben. Vielmehr werdet ihr den Feind in die Flucht schlagen und euer neues Territorium beanspruchen.